Krass Facebook, der dritte Teil. Krass Facebook, wie krass Schule bei RTL 2. RTL 2, eine tolle Serie, krass Schule, so habe ich mir gedacht. Krass Facebook auch, wurde dafür eine Sendung sogar 24 Stunden gesperrt. So krass ist Facebook. Facebook ist eine krasse Gesellschaft, wo wir uns alle mittlerweile tummeln und austauschen. Wir tauschen uns dort aus. So. Meiner einer macht es ja halt beruflich und beruflich wird er dann auch kontaktiert. Also er wird kontaktiert und hin und wieder sage ich ja. Und ihr wisst, ich habe einmal ja gesagt und jetzt habe ich natürlich reichlich Stress an den Backen. Man will für nichts, für gar nichts, für 0,00 nichts 800 Euro und ich sehe nicht ein, für 0,0000 nichts 800 Euro zu zahlen. Also ich bin sehr freundlich, das wisst ihr, ich höre mir auch alles an, aber verarschen das mich nicht. Punkt, Doppelpunkt. Wenn man mir 360 Grad anbietet, will ich auch 360 Grad haben. Ne? Und so, wenn man mir einen Planeten anbietet, dann will ich keine platte Seite, sondern den gesamten Planeten, wenn ihr versteht, was ich meine. Ne? 360 Grad ist ringsherum, ne? Und nicht 15 Bilder für 1800 Euro. Ich mache jeden Tag selber Bilder und das für 1 Euro. Ein Wahnsinnsunterschied. So, ich habe mich lange genug aufgeregt. Jetzt geht es in das neue Jahr so langsam, ganz langsam. Wir haben morgen schon den 1.11. Also habe ich heute am Halloween dieses krass Facebook nochmal erstellt. Und ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Ist nichts Böses, es ist halt eine bitterböse Satire über dessen, was jeden Tag passiert. Ich habe viele Sachen, die hier passieren, die mir auch passieren. Wir werden von morgens bis abends irgendwie angegriffen, wir hätten da irgendetwas gemacht oder nicht gemacht. So, hier bei Facebook wird man dann für nichts und wieder nichts für 24 Stunden gesperrt. Ist halt so, weil irgendeiner sowas da nicht mag. Er kann doch nicht über uns herreden, na doch kann er doch. Weil wenn man einen irgendwie veräppeln will, aus Sicherheitsgründen sage ich es so, also man möchte ihn aufs Glatteis führen und derjenige bemerkt es, muss derjenige, der denjenigen aufs Glatteis führen wollte, doch schon mit dem rechnen, was danach kommt. So, an sich lächle ich immer darüber, aber wenn man mich um 800 Euro prellen will, lächle ich nicht. So, es ist nicht nur dieser eine Fall dort, es sind mittlerweile mehrere Fälle, weil komischerweise die großen Firmen irgendwie nicht klarkommen. So, es wird bezahlt, es wird sogar doppelt bezahlt. Das kann ich jederzeit hochhalten hier, ich habe hier alles rumliegen. Es wird bezahlt, es wird doppelt bezahlt, es wird im Voraus bezahlt, weil man der Meinung ist, dann hat man schon mal einen Batzen weg und dann hat man ein bisschen Ruhe. Ja, Hustekuchen. Man muss denen nachweisen, hallo Freunde, ich habe im Voraus bezahlt. Ne? Ja, und dann stellen die fest, dass sie ein Guthaben haben. Ja, ist kein Scherz. Die Firma E.ON zum Beispiel hat ein Guthaben, zieht aber trotzdem ab. Ist auch irre, ne? Nicht nur das, sie nehmen auch noch Gebühr, weil man ja angeblich nicht, ja, also man hat Gebühr abgenommen, weil man ja angeblich nicht bezahlt hat. Man stellt aber gleichzeitig fest, dass man im Plus ist. Also, dass man sogar mehr drauf hat, wie man drauf haben hätte müssen. So, ich zum Beispiel bis Ende Dezember. Ich habe bis Ende Dezember bezahlt, weil ich Ruhe haben möchte. So. Und das Schöne an der Datenschutzverordnung ist ja, dass man sich ausziehen muss, indem man ja alles sagen muss. Ne? Körpergröße und ach, alles. Ne? Ist halt so. Ich habe hier auch von meinen Freunden Allianz, da muss ich auch alles ausfüllen. Die wissen ganz genau, wer ich bin, warum ich bin, wieso ich bin. Aber weil die Datenschutzverordnung das doch gerne nochmal schriftlich in dreifacher Ausfertigung hätte haben wollen. Ne? Also wir leben doch schon knapp an einem Jahr 1930 und wenn 2030 wird wie 1930, kann es hier ganz schön scheppern. Bis 1945 hat es gescheppert. Ab 1946, 47, 48 fing das so langsam wieder an und das könnte uns dann im Jahre 2045 46, 47, 48 auch wieder. Das wäre nicht schön. Ja? So, heimlich werden ja schon Gefährten, also Geräte im Kosmos getestet.
gestern in Amerika ist da so eine Geheimwaffe gelandet, die da im Orbit, im Weltall operiert hat. Was die da machen, haben sie ja noch nicht gesagt. Aber ihr merkt schon, krass, Facebook, ich decke ein bisschen auf, ich denke ein bisschen nach. Wie gesagt, also ich habe viele Sachen geprüft und muss jetzt sagen, tut mir leid, klappt nicht, passt nicht hierhin. Wir bemühen uns sogar wirklich und wir machen auch sehr gerne, wir sind auch sehr gerne hilfsbereit, aber betuppen lassen muss man sich nicht. Keiner von uns muss sich betuppen lassen, ich sage es aus Sicherheitsgründen mal so, Lug und Trug herrscht überall. Warum ich jetzt heute hier vor dieser Kamera krass Facebook sage, ist, bei uns gibt es die Kettwege in der Innenstadt, wo gestern Henning Baum war. Henning Baum hat seinen Film vorgestellt, der am 7.11. anlaufen wird, Der letzte Bulle. Ja? Henning Baum war ja auch mal hier, weil er auch hier gewohnt hat und somit Kunde war. Nicht lange, aber er war hier. Ne? So, und hat seine Sachen gemacht, wie alle anderen auch machen. So. Auf dem Weg grüße ich auch alle anderen, ihr wisst Bescheid. Wir werden sicherlich was machen ab November, Dezember und ab 1.1.2020. Machen wir. Kriegen wir hin. So, ich mache meinen krass Facebook hier alleine, decke auf, sage Ross und Reiter. Wie gesagt, auf der Kettwiger in der Stadt Essen, nach weit über 50 Jahren müssen dort die Buden gehen. Das Buden heißt also Marktleute. Ist immer eine lustige Geschichte gewesen, wenn man die Kettwiger runtergelaufen ist, waren bis abends Marktleute, die da den Markt hatten, Obst und Gemüse angeboten. Dann gab es da eine Frittenbude, die mittlerweile nicht mehr in einem Campingwagen, sondern mittlerweile in einem Kasten da am Arbeiten, am Werkel war. Ich sagte war, weil die müssen alle weg. Also die gesamte Kettwiger wird gelöscht. Alle nach 50 Jahren, die dort arbeiten, die dort Geld verdienen, die damit Familien ernähren müssen gehen. Krass. Und deswegen sage ich krass Facebook, weil ich das bei Facebook und bei YouTube veröffentliche, wenn was Krasses abläuft. Krass ist, wenn man belogen und betrogen wird. Ja, es kommt jemand vorbei, so jemand, also Klaus Herrmann kommt vorbei zu euch und sagt, ist das nicht was Tolles? Möchten Sie das haben? Sieht doch toll aus. Ne? Auf eine Art fangen sie dann an zu denken, oh ja, ist Weihnachten, könnte man ja dem Enkel irgendwie zugänglich machen, ne? Der sammelt doch sowas. Ne? So, und dann fängt er an. So. Und dann kommt das gute Stück, so wie das hier, und ist kaputt. So, dann fängt der Ärger an. Ja, ist kaputt, wird kaputt geliefert. Da bin ich auch gerade wieder hier krass genäppt worden durch zwei Firmen bei Amazon. Da muss ich mich auch noch, ja, muss ich auch noch schreiben, das sind zwar nur 80 Euro, aber trotzdem, 80 Euro sind weg und kommen nicht wieder. Also ist ganz raffiniert. Die liefern also kaputte Ware und ja, und dann, ne? Dieser Chinese zum Beispiel da, der wollte oder hat behauptet, der hätte geliefert, ist nie angekommen. Ist mir gestern aufgefallen, denke ich, wo ist denn das? Die wollten das doch liefern. Und laut denen haben die das ausgeliefert. So. Und wenn man seinen Namen lesen hätte wollen, dann könnte direkt das Alphabet nehmen. Denn das sind nur alphabetische Buchstaben, da steht kein Schweihang, Hang, Hang, Fung, Hang, Hang. Da stehen einfach nur Buchstaben. Absolut irre. Also hat er sich 40 Euro eingegriffen, hat nichts geliefert. Die anderen haben geliefert, aber die haben was Kaputtes geliefert. Die haben sich auch 40 Euro reingepfiffen. Das werde ich also Amazon noch zugänglich machen. Jetzt mache ich es der Öffentlichkeit zugänglich. Sehr viele Kunden bekommen Schrott geliefert und man nimmt es zurück, aber man gibt das Geld nicht wieder. Ja? Einige liefern euch online etwas und ihr habt nichts in der Hand, nichts. Da braucht nur ein Klick, ist alles weg, es gehört euch nicht. Es ist nicht euer Eigentum. Ja? Es ist nur online zu sehen, aber ihr sollt dafür 800 Euro zahlen. Also wir haben eine Luftblasengesellschaft bekommen, die ist krass. Und deswegen mache ich krass Facebook, weil bei Facebook es noch krasser manchmal zugeht, was da so gezeigt wird und was da so abgeht. So, Facebook wird wieder 24 Stunden, sag ich mal, im Gaste wieder 24 Stunden nichts machen. Ich meine, traurig bin ich nicht, ich weiß ja, dass ich alles Mögliche mache. Bin auf Facebook jetzt nicht angewiesen und YouTube auch nicht. Bin an sich auf online überhaupt nicht angewiesen.
Es macht halt nur Spaß, wenn man Fotofilmproduzent ist, weil man ja zur BDFA-Gemeinschaft gehört, Filmamateur und Hauptberufliche und so weiter. Und dann macht es halt Spaß, sich auszutauschen. Und dann ist das ein guter Weg über YouTube oder über Facebook. So, krass, Facebook ist nun mal eine Geschichte, wo man sagen will, hey Leute, hier geht was ab. Hier werdet ihr abgezockt, passt ein bisschen auf. Hier stimmt etwas nicht. So, das ist krass Facebook und dass krass Facebook natürlich dann ständig angegriffen wird. Ich habe auch mit sehr vielen Schauspielern gerade gesprochen, so, was soll der Quatsch? Wir heißen ja auch krass Schule bei RTL 2 und so weiter. Und das, was wir da bringen, ist ja schon krass. Wir bringen ja auch unter der Gürtellinie, bringt zum Beispiel Mario Barth, ja, oder Fass ohne Boden, solche Sachen. Aber mir ist aufgefallen, dass es Fass ohne Boden schon gar nicht mehr gibt. Und mir ist aufgefallen, dass Mario Barth zwar eine tolle Sendung macht, aber in Wirklichkeit niemanden da zur Rede stellt oder niemanden wirklich anprangert oder wirklich einen zur Rede stellt. Also so richtig passiert das bei Mario Barth nicht. So, bei mir passiert das auch nicht. Ich sage halt nur die Wahrheit und nichts als die Wahrheit vor laufender Kamera bei krass Facebook. So, Facebook ist eine Gesellschaft für sich, die haben eigene Regeln, einige verstehen diese Regeln nicht. So, wenn da steht, man darf verteilen, da verteilt man, dann flippt einer aus, warum hast du das verteilt? Ja, weil Facebook das nun mal erlaubt. So, Facebook ist nun mal eine andere Welt, eine andere Geschichte, da verhält man sich halt anders wie normal. So, wenn da steht, darfst teilen, dann teilt man. Da steht nicht, fragen Sie bitte vorher, dass Sie teilen, das steht da nicht. Bei Facebook ist eine eigenständige Gesellschaft, eine eigenständige Welt, wo jeder miteinander teilen, nicht teilen oder was weiß ich. Aber einige sind ja auch schräg unterwegs. Ja, die tüten da einen an und beim Antüten wollen die einem das Fell abledern und dann noch Geld damit machen. Muss man dann leider canceln, muss man dann leider stoppen. Ja. Aber in der heutigen Gesellschaft ist nun mal, wenn man ein Angebot bekommt, prüft man das Angebot. Und wenn das Angebot wirklich nicht passt, sagt man nein. So, wenn dann einer sagt, nee, ist nicht, du musst das nehmen, ein Muss gibt es in Deutschland nicht. Keiner muss was müssen, nein, muss er nicht. Jeder in Deutschland hat was zu sagen und wenn er nein sagt, muss man das Nein auch respektieren. Wenn einer das Nein nicht respektiert, dann trifft man sich wieder bei einem Richter, bis der dann irgendeinem sein Nein zuspricht. Okay, du darfst Nein sagen, du halt nicht. Ne, so. Dann begründet der Richter das und dann kann man dann weiter prozessieren bis ganz weit oben, bis dann der oben sagt, wisst ihr was, beide habt ihr recht und somit lösen wir das auf. Ne? Beide haben Nein. Psst, ne? Zum Beispiel. So, ich hatte einen wunderschönen Vormittag. Wir schreiben heute den Halloween-Tag. Bin gespannt, ob ihr da Halloween erlebt. Bin gespannt, ob wir hier Halloween erleben bei Facebook. Ich bin gespannt, wie dieses sehr lange Wochenende für einige, Freitag, Samstag, Sonntag, zu Hause zu sein oder Mini-Urlaub zu machen. Ich habe hier einige, die Stockfotos machen, die sind in den Niederlanden, sind da am Fotografieren, machen wunderschöne Bilder und setzen die dann bei sich da ein. Die Bilder kann man dann laden, für sich nehmen oder begutachten oder darüber philosophieren oder was drunter schreiben. Ist an sich auch nicht schlecht, so eine Art Stock. Gemeinschaft da, Foto statt Facebook. Natürlich kann man bei Facebook das auch reinhauen, aber die Leute übersehen das und bei Stockfotos zum Beispiel, dieser eine Rechtsanwalt hatte ja auch so eine, ne, Plattform da, der da bei YouTube ganz groß angekommen, der auch Artikel 13 forcieren wollte und da haben ja einige kräftig mitgemacht, aber die haben ja sowas von verloren. Kaum einer schaut mehr, keine Follows mehr und so weiter. Da muss man natürlich auch aufpassen. Also wie gesagt, krass, Facebook ist eine Geschichte hier von mir erdacht über krasse Momente, die halt bei Facebook ablaufen, bei YouTube ablaufen oder halt im Netz ablaufen. So als hundertprozentiger Cobra 11, Alarm für Cobra 11 Fan seit 1996 und auch von den Schauspielern Fan, die jetzt, wie gesagt, 5 an der Zahl sind gegangen. Ich meine, Semir / Erdogan war natürlich auch traurig darüber, aber er muss sich halt neu formieren, er muss sich neu ausrichten, er muss diese Figur Semir Gerkan neu ausrichten. Er hat halt jetzt auch eine junge
Künstlerin 30 Jahre alt an seiner Seite, die eine Kommissarin spielen will, wird, nicht will, sondern wird. Sie spielt halt eine Kommissarin und dann halt noch die ganz anderen drumherum. Ja, einen neuen Vorstand da, ein Polizeivorstand, weil ne, die andere ist jetzt Präsidentin in Düsseldorf geworden. Ja, ist halt so. Ist also weg, habt ihr ja gesehen. Und manche Folgen sind ja unheimlich duster gemacht, aber wirklich wunderbar, in 4K gedreht so ungefähr. Also wirklich Wahnsinn. Ja, man merkt richtig die Anspannung der Schauspieler. Man merkt schon, dass sie da was drehen müssen, was Abschied bedeutet. Ja, sie drehen einen Abschied und der Abschied ist wirklich. Ja. Und man merkt auch bei der Produktion, man opfert in diesen Rollen sozusagen nicht mehr so viel. Ja, in manchen Rollen, wo es weitergeht, da pfeffert man bis zu, was weiß ich, 100 Autos rein und macht die kaputt und alles und lässt Blut fließen und so weiter und so fort. Aber wenn so Abschiedssachen sind, ja, da merkt man, da geht vielleicht mal ein Auto kaputt oder höchstens zwei und dann war es das. Ja. Ist halt so. Alle, die Cobra 11 mögen, alle, die Alarm für Cobra 11 sehen, die den Seemir mögen, die den Nils mögen als Helmut. Ja, Hartmut, genau. Hallöchen!